Okay, Runde 2. Let's go. Okay, wir dürfen wieder nicht. Ja. Das Schiff ist so unverhältnismäßig groß. So, wir haben wieder die üblichen Ziele. Ich glaube, hier verzichten wir auch besser wieder auf Förster, nachdem das ja auf der ersten Map doch ein bisschen suboptimal war. So, pass auf. Naja, du sollst da nicht direkt dran snappen. Ich will, dass du... Genau, so. Dann, wir brauchen einen Steinbruch. Hier gibt's Stein, da drüben gibt's Stein. Gut, dass ich das schon mal sehe. Also brauchen wir auf jeden Fall auch einen Aussichtsturm, sondern Wachturm hier drüben. Mit denen müssen wir ja auch gar nicht so übertreiben, wie wir festgestellt haben. Aber zumindest, ich glaube, hier noch einer und da drüben macht vielleicht schon Sinn. So, dann brauchen wir auf jeden Fall auch ein Steinnetz. Da macht es aber Sinn, den hier hinzupacken. Und wo wir schon dabei sind, wir brauchen auch Lager. Pass auf, wo ist hier das Baustellencamp? Ah, hier ist ein bisschen... Weiß nicht, irgendwo, wo es nicht stört, aber auch irgendwo zentral liegt. Das Ding ist, der Strand ist halt sonst so komplett underutilized. Deswegen würde ich eigentlich schon fast sagen, hier. Aber da sind natürlich auch die Laufwege entsprechend lang. Dann machen wir da würde ich sagen, später die das Gildenhaus hin. So, dann ziehen wir mal Wege. Okay, das funktioniert nicht. So, wir müssen ein bisschen mehr mit Kreuzungen arbeiten. Jetzt hoffe ich, wir hier oben auch noch einen Holzfäller haben, der hier ein bisschen aufräumt. Weil der kann... Ja gut, also was heißt, der kann später wieder weg. Wahrscheinlich wird er das nicht fertig kriegen. Also das sehe ich irgendwie nicht. Moment, den machen wir nochmal weg. Also. Ich will zwei Steinmetze haben. Ich meine, müssen wir auch, aber ich will definitiv auch zwei. Wir haben ja festgestellt, dass das mit den Grenzsteinen durchaus auch seine Zeit erfordert. So, kriegen wir da einen Weg reingequetscht? Nein. Natürlich nicht.
Was? Nein, den wollen wir nicht. Das Ding ist... Okay, Baustellenträger kommen auch hier hin. Da macht es Sinn, natürlich das Baumaterial da zu haben. Der hat alles, der hat alles. Okay, die brauchen auch tatsächlich nur Stämme. Verstehe. Die Grundgebäude brauchen gar keine Bretter. Alles gut. Dann Lagerung. So, dann machen wir nämlich hier. So, hier kommt erstmal nichts rein. Stein brauchen wir vor allem halt. Werkstein. Und wir brauchen Grenzsteine. Und später brauchen wir halt auch noch Zement. Hier gibt es Himbeeren. So, ich bin mal gespannt, wie schnell wir den Wald weg haben. Aber ich würde behaupten, wir bauen doch mal einen Förster, aber wir machen den noch nicht aktiv. So, und der hier drüben darf dann noch alles fällen. So, du brauchst auf jeden Fall Werkstein und... Na, wir haben normalen Stein, aber wir haben keinen Werkstein. Das dürfte sich aber gleich ändern. Du hast auch alles, was du benötigst. Ich habe das Gefühl, das Baustellencamp ist ein bisschen zu klein. So, ihr nehmt Land ein. So, Wohnhäuser würde ich eher irgendwo hier platzieren. Da auf Strand können wir sowieso nicht so viel Sinnvolles bauen. Aber ich ziehe vorher mal einfach, um sicher zu gehen, schon mal einen extra Weg. Da kann die Taverne hin, dann können wir noch Marktstände, Esstisch und das alles da hinbringen. Dann können wir hier gleich ein paar Häuser reinquetschen. Naja, nicht schön, aber selten.
Also wir wollen später, wenn es so ist wie in der anderen Map, dann wollen wir eh noch einen weiteren Stein mit. Wir haben jetzt gar keinen Steinbruch gebaut, ne? Das sollten wir natürlich mal gerade biegen. So, das Forsthaus muss im Moment erstmal nicht arbeiten. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Bäume einfach so verschwinden. Also zumindest sofort. Also so ein kleiner Delay wäre dann vielleicht gut. So, ich glaube, ich habe das Spiel ein bisschen überfordert. Also es gehen ein paar auch hier lang. So, dann ziehen wir mal noch ein paar Wege. Können wir hier drüben irgendwas machen? Ich fände es sehr gut, wenn es zumindest noch ein bisschen Stein hier gäbe, aber das hier ist leider nur ein dekorativer Stein. Der ganze Stein ist leider alles hier an dem Berg. So, der kriegt Grenzsteine geliefert. Hilft es, wenn wir hier den auch noch machen? Dann können vielleicht ein paar hier lang gehen. Also was zum Beispiel auch noch fehlt, aber das kommt noch, ist, dass die Minen auch Nahrung brauchen. Das ist mir vorhin aber auch ehrlich gesagt gar nicht so aufgefallen, weil dafür ja die Siedler hier Nahrung brauchen, beziehungsweise die Pioniere. So, ein paar sind hier. Das verteilt sich schon ganz gut. Kohle, Stein. Können wir jetzt da einen Steinmetz hin verlegen? Nein. Also ich finde, noch ist man irgendwie ein bisschen sehr gezwungen, in Blöcken zu bauen. Hier erweitert auch niemand. Haben das die ganze Zeit. Das hat doch vorhin auch ohne die Wachen funktioniert. Es waren doch nicht nur die zwei Türme, die die Gebiet erweitert haben. Ich meine, er hätte auch die Grenzsteine hier hingeliefert bekommen. So, wir schicken mal ein paar hier rüber. Das erklärt natürlich einiges. Ich habe natürlich beim ersten Mal gar nicht den Bedarf gesehen, groß Soldaten zu haben. Und Gegner gibt es ja hier leider auch noch nicht.
So. Ja, ein Brunnen passt hier leider nicht mehr rein. Höchstens, wenn wir vielleicht die Straße hier wegmachen. Ich meine, hier wird gleich ein Stau entstehen, aber der sollte ja nicht ewig lange dauern. Okay. Das ist ihm zu nah am Strand, das geht nicht. Wo war denn vorhin die Holzwerkstatt? Schon die Holzwerkstatt war hier bei, den Ausrüstungssachen, ne? Nee. Was? Wo war die denn? Verarbeitung. Lederwerkstatt haben wir noch nicht. Gildenhaus. Oh doch, hier. So, wie sieht es nämlich mit Proviant aus? Wir haben so viele Rationen, dass ich mir da echt keine Sorgen mache, dass wir im Moment einen Proviantmeister brauchen. So, hier sind's. Okay, ja. Das erklärt, warum das bei der anderen Runde. Ich finde, ja gut, 2 Stunden waren es. Also war trotzdem unter 2 Stunden. Also von daher ist das eigentlich voll okay. So, wir machen mal kurz den Fokuspunkt hier. Ich glaube, den Wald brauchen wir jetzt nicht so dringend. Ein bisschen wenig an Werksteinen. Das Nervige, hier sind jetzt natürlich die Bäume. So, machen wir nämlich da die Steinmühle schon mal. Die müssen wir jetzt noch nicht bauen. Den Bau können wir erstmal noch pausieren. Okay, das ist ihm zu eng. Der kommt hier gar nicht durch. Das ist nicht gut. Man merkt, als Siedler, 4 Spieler in erster Linie, bin ich es nicht gewohnt, Wege zu planen. Das Problem ist, dass ich hier drüben halt, wo
ums Verrecken nicht es hinkriegen werde, dass wir hier einen Weg hinbekommen. Stein, Kohle. Ich sehe noch keinen Kalkstein. Also der Steinbruch muss früher oder später weg, dass wir hier noch das durchziehen können. Das sagt mir beim Proviantmacher, was er benötigt, aber nicht bei der Taverne. Bau den erstmal fertig. So, ich glaube, es gibt eigentlich keinen Grund, nicht schon mal zusätzliche Sachen einzustellen. Hier, das könnte man irgendwie nutzen. Ich möchte nämlich ungern irgendwo hier das reinquetschen mit der Nahrung. Es ist auch kein Bergstein reserviert. Ich habe das Gefühl, dass wir so ein bisschen in den Siedlermangel kommen könnten. So, mal kurz eine Jagdhütte. Dann, wo ist die... Nee, Taverne ist hier. So, die Tische. Das Problem ist, die Tische brauchen auch alle eine Straßenanbindung. Und das ist natürlich eine absolute Millimeterarbeit hier. Wo ist der Marktstand? Pass auf, wir machen das. Na, ah, hier sind auch noch. Hier sind noch Dinger. Hier sind noch Bäume. Die dürfen da natürlich nicht stehen bleiben. Habe ich schon Genussmahlzeiten zum Start? Ich glaube nicht. Wir haben Kupfer. Also Werkzeuge könnten wir theoretisch sogar schon machen.
Hier macht irgendwie Sinn wegen dem Gildenhaus. So, pass auf, ich hätte gerne schon die Windmühle irgendwo hier. Dann sollte die Bäckerei aber auch irgendwo hier sein. So, die können wir jetzt sowieso noch nicht bauen. So, hier ist... Ja, ne? Passt nicht. Ach, jemand, hier müssen wir einen Weg hin haben. Das geht nicht. Sonst kommen wir ja gar nicht weiter. So, Frage. Lässt er mich die... Okay, das darf ich auch nicht. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Aber wir haben ja gerade festgestellt, Farmland benötigt keine Straßenanbindung. Das heißt, das hier alles kann Farmland sein. Hier bekämen wir sogar einen Weg hin. Das überrascht mich jetzt gerade ein bisschen, aber okay. Da gibt es Kupfer. Pass auf, wir setzen mal den Fokuspunkt irgendwo hier. Personal auf dem Weg. So, das hier ist frei. Hat er denn das Zeug gar nicht mit? Damals nur sind rumliegende Warenstapel, ja, kein Hindernis. Natürlich, da durch den Tisch passt natürlich auch. Ist klar. Ist klar, dass das doch nicht durchpasst. So, ist auch nicht schön, aber selten. Also, Wild werden wir wahrscheinlich nicht so viel Verschiedenes brauchen. Weißprodukte wahrscheinlich auch nicht. So, dann haben wir nämlich zumindest schon mal einen für jeden festgelegt. Und dann haben wir am Ende... Okay, jetzt zeigt es mir schon gar nicht mehr an. Kupfertagebau und Kohletagebau. Moment, ich will erstmal, dass unsere Nahrung... Dass das ready ist. So, machen wir ein paar Zahnräder. Wir haben so viel Laubholz übrig. Wenn wir noch ein paar Holzspeere hätten, dann könnten wir auch noch ein paar die Türme ein bisschen besser besetzen. Also brauchen wir die Militär.
Militärakademie doch schon. Aber hier hätte ich gerne irgendwo ein bisschen mehr hier, weil wir hier ja auch... Okay, hier finden wir Kohle. Wo finden wir auch Eisen? Bergbau? Komm, zeig mir mal. Das müsste ja jetzt leuchten. Oder auch nicht. Sieht halt aus, als müsste ich jetzt locker einen Weg durchpassen. Es tut echt weh. Wir können schon mal den Bau der hier der Steinmühle schon mal in Auftrag geben. Und dann bauen wir nämlich schon mal Farmland. Also schön ist was anderes. Vor allem, er beansprucht ja auch den Platz. Ist nicht so seltsam. Er braucht keine Straße, aber er braucht trotzdem einen Weg. Ein bisschen weird. Wir planen mal kurz nochmal den Brunnen ein. Nur für den Fall. Ich will jetzt erstmal sehen, ob der eine Brunnen das schafft, beide zu versorgen. So, wir brauchen aber noch einen Brunnen zum Kochen. Das heißt, auch die Taverne. Aber die Taverne nimmt das ja gar nicht an. Zum Kochen und für den Pflanzenanbau. Aber wer kocht denn damit? Das Proviant... Oh gut, ich glaube, das Provianthaus. Kann das sein? Proviantmacher. Steht aber auch nichts davon, dass der Wasser benötigen würde. Kriegen wir irgendwo einen Brunnen unter, wo er nicht stört? Wir brauchen noch einen Holzfäller und der darf auch alles fällen, bitte. Okay, der kriegt jetzt natürlich den ganzen Startvorrat. Die Frage ist, reicht das? So, einen Proviantmacher müssen wir sowieso noch bauen. Sieht aber auch nicht schön aus.
Dann bauen wir die halt hier. Und dann machen wir die... Okay, macht er noch? Mach noch 6 Stück. Drei Steinmetze kommen gerade überhaupt nicht hinterher. Kann keine Zutaten kaufen, keinen Markt in der Nähe. Die haben kein Personal. Jetzt haben wir auch Märkte, aber es sind keine Kochzutaten verfügbar. Das soll sich bald ändern. Ich sehe noch keinen Kalkstein. Da ist Silber, aber... Ich weiß nicht, irgendwie fehlen mir noch ein paar Sachen. Und du darfst mal Speere herstellen, einfach damit wir das ganze Holz wegkriegen. Ihr sollt euch eigentlich hier fokussieren, ne? Und ihr sollt... Ist das jetzt der Zustand oder nicht? Finde ich ein bisschen seltsam formuliert. Da muss ich hier draufklicken, damit er nur ausgewachsene Bäume fällt, oder ist das ein aktueller Zustand? Aber so wie der die alle stehen lässt, würde ich behaupten, das ist doch Stein, dass da alles fällt. Ich weiß jetzt nicht, was ich wo eingestellt habe. So, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Äxte. Weil hier ist das Personal unvollständig. Hier ist gerade nichts zu tun auf den Feldern. Ja, ich habe so meine Zweifel, dass das genügt. Mit theoretisch hätte man auch sagen können, hier eine Farm und hier eine Farm. Ich glaube, das macht mit der Getreidefarm vielleicht sogar Sinn. Weil dem Weizen können wir eh noch nicht verarbeiten. So, wir machen den weg. So, und dann können wir nämlich hier drüben die Getreidefarm hinbauen. So, und dann kriegt er auch hier so viele Felder, wie er möchte. Brauchst du jetzt das Spiel erst ziemlich platzieren. Ja, super, das hat jetzt total viel gebracht.
Kupfer. Na, einer reicht. Kohle gibt es ja auch hier, das heißt, das sollten wir vielleicht auch irgendwann hier bauen. So, hier kommen schon 4 neue dazu. Wir haben aber zu wenig Grenzsteine. Also selbst mit 3 Steinmetzen kommen wir schlecht hinterher. Stein, Stein, aber leider noch nicht mehr, wie es aussieht. Eisenerz gibt's hier. Und Kalkstein. Dann ist ja auch Zement bald eine Possibility, aber wir brauchen, damit wir hier... Hier kommen wir nur leider nicht rum. Setz mal bitte den Fokuspunkt dahin. So, wir bekommen neue Siedler, das ist gut. Und Wohnhäuser brauchen wir wieder mehr. Weil ich noch nicht so richtig weiß, was es bringt, mehr davon zu haben. Also zumindest in der jetzigen Demo-Version. So nah einer Taverne ist jetzt ein bisschen frei interpretiert, aber ja. So, wir können dann auch Farmland hinzufügen. Lohnt sich aber, glaube ich, erst, wenn das Dell fertig ist. Farmland braucht ja keine Bauzeit. Wir können aber schon mal ein Lager einrichten.
pflanzlichen Ursprungs und dann fehlt Weizen hier. Ja, Weizen ist wieder Weizen ist wieder Naturprodukt, aber Pilze nicht. So, Stoff, Moment. Hier, Flachs macht... Nee, warte, wo bekam ich Flachs her? Wo war die Flachsfarm? Flachs war doch beim letzten Mal auch kein Riesenthema. Ja, die Weberei. Oder hat die Weberei jetzt erstmal noch so gearbeitet? Doch schon Flachs gehabt, meine ich. Sammelt Flachs. Die Sammlerhütte hat das gemacht. Aber die hat auch keinen Flachs gefunden. Hier gibt es irgendwo Flachs, aber wo? Seht zwar nicht, wo ihr hier Flachs finden will. Aber dann brauchen wir die Weberei natürlich auch schon mal irgendwo. So, Kalkstein haben wir schon, die Steinmühle läuft. Das heißt, wir haben auch schon den ersten Zement. So, es ist... Ich finde, es hat jetzt hier nicht wirklich einen Sinn, auf Wege zu verzichten, wenn es eh erreichbar sein muss. Jagd haben wir noch nicht, aber die Sammlerhütte kann hier arbeiten. Stein gibt es jede Menge hier. Sonst ist hier das Gebiet aber eher nicht wirklich interessant. So, wir haben jetzt langsam selbst mit 4 Steinmetzen immer noch zu wenig
Grenzsteine. So, fordert das schon mal alles an. Wo ist die Steinmühle? Auf Patrouille? Ich habe doch gar keine Patrouille-Route gesetzt. So, Bewohner verfügbar für Aufgaben. So langsam ein bisschen eng, aber... So, kriegen wir noch irgendwo einen Brunnen unter? Spiel will aus irgendeinem Grund noch einen haben. Laubholz, Laubholz, wir haben bald kein Nadelholz mehr. Was habe ich vorhin gesagt zum Thema Steinmühle? Ja, okay, die passt hier nicht hin. So Unmengen Zement brauchen wir jetzt auch nicht. Was wir brauchen, ist Stoff. Boah, sind das riesige Hasen. Bevölkerung erhöhen auf 400. So, Eisentagebau. Hatten wir, glaube ich, hier hinten irgendwo, ne? Wir haben Eisen doch vorhin schon gesehen. Aber wo? Ressourcenreichweite, Eisenerz. Aber wo? Hier ist Kohle. Hier ist auch Kohle. Hier gab es Silber. Hier drüben gab es Eisen. Kalkstein, Eisenerz hier. So, ganz dezent Siedlermangel. Wo kann ich
kann die Zutaten, aber ich will wissen, wie viele ich von den fertigen Mahlzeiten habe. Damit ich in der Lage bin zu entscheiden, ob das hier, ob das reicht oder nicht. So, wir wollen irgendwo auch eine Schatzkammer haben. Schatzkammer darf gerne ein bisschen... Komm, hier ist eh eine Sackgasse. Nadelholzbalken. Ja, wir haben ja festgestellt, dass Nadelholz ein bisschen wenig ist hier. Das Ding ist, gehen sie jetzt auf die kleinen Bäume oder nicht? So, ganz ehrlich, ich brauche kein Feuerholz mehr zu sammeln. Du hast kein Personal. Wir haben zu wenig Kalkstein. Dann nimm ganz ehrlich, dann nimm den hier. Beziehungsweise mach ich jetzt weiter hier und du machst den. So, und ganz ehrlich, ihr braucht im Moment keine weiteren Laubholzbretter zu machen. Du hast nichts zum Sammeln, Reichweite. Hier ist es nicht Flachs. Na gut, da kann man wahrscheinlich nicht außerhalb der eigenen Siedlung, oder? So, das wird gebaut. So, wir wollen einen Jagdbogen. Okay, wir haben aber noch Bögen. So, die Bäckerei ist fast fertig. Die Mühle wird aber nicht fertig, weil uns Stoff fehlt. Wieso ist hier nirgendwo Flachs? Und die Getreidefarm baut auch Flachs an. Ja, dann dürfte es ja eigentlich nicht mehr lange dauern.
Plus 1. Wie viel braucht die Weberei? Es sind 4 unterwegs. So, benötigen wir im Moment Seile. Wie viel haben wir von dem Zeug? 24. Ja, wir benötigen im Moment keine zusätzlichen Seile. So, die sind unterwegs. Es kommen aber im Moment noch keine Grenzsteine an. Personal unvollständig. Es fehlen Hammer und Meißel. Hammer. Meißel. Plus 1 ist unterwegs. Ah, okay, der Förster braucht auch Wasser. Interessant. So, hier brauchen wir erstmal noch ein bisschen mehr Bauplatz. Die dürfen noch gar nicht mehr so effizient sein, dass sie so krass viele von denen ziehen. Also von den Grenzsteinen, das verstehe ich nicht. Und dann Waffenschmiede, Rüstungsschmiede. Also Holz loszuwerden, damit man mal ordentlich roden kann, das ist wirklich ein Problem. Wir müssen hier 4 Gebäude noch unterkriegen und das sehe ich gerade nicht.
So, auf die Gefahr, dass es nichts mehr bringen wird. Los, Leute, wir brauchen hier Grenzsteine. Warum macht ihr da drüben... Hä? Ich habe Fokuspunkt hier drüben gesetzt. Auf dem Eisen. Ja, der macht wenigstens hier drüben irgendwie. Also wenn es vielleicht muss es in dem eigenen Gebiet sein. So, wenn du sagst, es sind keine Rohstoffe mehr zusammen in Reichweite, dann machen wir es halt so. Dann setzen wir aber den Silbertagebau jetzt hier hin. Hier werden ja wohl zwei Schmelzhütten hinpassen. Echt jetzt? Wieso passen aus? Pass auf, aber wenn das hier gut genug ist, um Wege zu bauen, dann werden wir es auch dafür nutzen. So, kriegen wir jetzt hier eine Schmelzhütte unter? Nee, ist alles... Alles Forbidden Sediment hier. Ja, super. Dann macht die aber auch bitte nur Silber. Und dann machen wir hier oben irgendwo noch eine für das Eisen. So, dann sind die auch schon mal eingeplant. Die Rüstungsschmiede braucht Zement, die Waffenschmiede nicht. Interessant. So, wir sollen ein Brot backen. Das sollte aber doch langsam mal möglich sein hier. Sind reserviert, aber für was? Wo gehen meine ganzen Grenzsteine denn hin? Hier ist doch schon alles, hier ist alles durch. Kann ich das Lager leeren lassen? Beziehungsweise leeren sie es selber, wenn hier jetzt keine Wache mehr drin ist. Das ist das die UI-Scale. Wir gucken mal kurz. Priorisieren, pausieren. Wir müssen es pausieren und dann können sie es auch... Ja, super. Dann hören sie vielleicht auch mal auf, da jetzt die ganze Zeit die Dinger zu verschwenden. Ich meine, der hier oben, der macht ja wenigstens noch ein bisschen was. So, jetzt mache ich aber auch bitte die UI-Scale wieder hoch, weil das ist, sonst finde ich echt unangenehm zu lesen. Auf die Gefahr, dass ich jetzt klinge wie so ein alter Opa. Es wird nicht, dass ich die Schatzkammer doch hier scheiße platziert habe, weil das hier durchgeht. Aber ihr seid auch blockiert durch Gelände. Unerlaubte Position, das geht.
Blockiert durch Gebäude, blockiert durch Straße. Also hier würde es gehen? Wow. Okay, dann bauen wir die Schatzkammer eben hier oben. So, Schmelzhütte. Hier, du machst nur Eisenbahn. Eisentagebau darf auch schon mal gebaut werden. So, jetzt wäre es vielleicht noch gut, wenn wir irgendwo Kohle hätten. Hier zum Beispiel. Da oben, also ich finde es manchmal sehr schwer zu erkennen, wo ich realistisch eine Straße durchziehen kann im Laufe des Spiels und wo nicht. Aber jetzt müsste eigentlich alles im Bau sein, was wir benötigen, um gleich das Spiel abzuschließen. Bevölkerung auf 400 bringen. Das ist jetzt diesmal ein bisschen langsamer als beim letzten Mal, aber okay. Ja gut, wir haben halt auch hart Siedlermangel. Das Ding ist, die brauchen sowohl die Stärkungsmahlzeiten als auch die Genussmahlzeit. Planierer sind gut durch. Träger. So, wir brauchen auf jeden Fall ein Eisenschwert. Wir brauchen jeweils ein Eisenschild und eine Kettenrüstung. Hier ist auch noch Kohle. Jetzt so ein Zeitvorlauf-Button wäre sehr gut. Ich denke, die Weberei darf jetzt auch wieder beides herstellen. Ich habe das Gefühl, die Getreidefarm produziert ein bisschen zu viele verschiedene Sachen gleichzeitig. Kein Personal anwesend. Der Förster benötigt Schaufeln, okay. Das ist auch eine Umstellung. Wo ist die Werkzeugschmiede? Hier. So, Kupfermünzen haben wir jetzt auch genug. Das heißt, die muss er jetzt nicht weiter anfordern. So, geben wir mir noch ein paar Felder mehr. Ich weiß nicht, ob es was bringt.
So, wir haben die Bevölkerung. Jetzt müssen wir noch die ganze Eisengeschichte hier fertig kriegen. Ich finde es ein bisschen krass, dass wir 30 Zimmerer haben, aber die Gebäude zum Teil nur einen haben. Okay, nee, sie wollen schon mehrere. Aber hier zeigt er, glaube ich, nicht an, wie viele unterwegs sind. Ich glaube, das ist der Unterschied. So, wir wollen dann gleich einen fortgeschrittenen Soldaten. Okay. Mal kurz getestet, ob Plus oder so, wie bei Anno früher, die Geschwindigkeit erhöht, aber wenn, ist das wohl noch nicht im Spiel. So, wir brauchen ja keine... Ah, okay, wir können später auch Edelsteine und so hier reinpacken. So, den Fokuspunkt müssen wir mal wieder darüber setzen. Ist, dass die mit dem das Eisen ja noch gar nicht rankommen. Moment, das Gebäude ist deaktiviert und es hat immer noch seine Grenzsteine. Okay, aber langsam kommen wir auch an den Punkt, wo wir wieder die restlichen Steinmetze, Werksteine herstellen lassen können. Zement haben wir auch über. Okay, der Förster ist irgendwie gefühlt sehr langsam. Dafür, dass er... Na gut, ich bin es auch gewohnt, dass ein Förster zwei Holzfäller, dass das eher noch eine Überproduktion ist. Aber dafür, dass er jetzt auch noch Wasser haben will, ist der irgendwie ziemlich lahm. So, kein Personal anwesend. Aber Spitzhacken müssten da sein, oder? Ja, Spitzhacken ist, glaube ich, das einzige Werkzeug, was wir Überfluss haben. Und da sind auch, kommt jetzt auch das langsam in Reichweite. Sehr gut. Ich
glaube, jetzt bräuchten wir noch ein paar Spitzhacken. Ihr dürft die Münzen gerne rübertragen. Aber Moment, er will nur Silbermünzen. Er will gar keine Kupfermünzen haben. Da laufen sie. So, hier ist noch Kalkstein, Kupfer. Aber dafür, dass wir hier so eine schöne Ebene haben, haben wir die überhaupt nicht genutzt. Die Minimap, muss ich aber sagen, finde ich auch ein bisschen irritierend, weil sie sich, glaube ich, auch ausdehnt, je mehr wir erkunden. Und deshalb finde ich, ist es sehr schwer einzuschätzen, wie viel wir von der Karte schon erkundet haben. So, pass auf, dich benötigen wir jetzt aber langsam auch nicht mehr. Die sind fast da. Ich verstehe nicht ganz, was mit den Unterkünften auf sich hat, weil wir könnten nie im Leben so viele haben. Ich meine, wir haben doch nur 12, 13 Häuser gebaut. Das dürften also nur 130 Unterkünfte sein. Also noch tut das mit den Wohnhäusern anscheinend auch gar nichts. Aber ich habe jetzt schon auch gar nicht den Platz. Also ich verstehe auch nicht, wie man hier noch mehr Platz... Also klar, wir könnten hier noch ein paar Häuser ranbauen. Aber die sollen ja eigentlich auch in der Nähe der Taverne sein. Also ich finde, Bauplatz ist irgendwie noch so ein Thema. Ja, das habe ich sonst irgendwie eher, wenn ich Siedler 3 spiele. Weil das irgendwie auch im Vergleich zum Nachfolger so super streng war mit, wo man bauen darf. Plus 3, minus 1. Okay, schön. So, das geht direkt hier hin. Wahrscheinlich werden sie es nicht gleichmäßig anfordern. Pass auf, die Werkzeugschmiede. Wenn die fertig ist mit ihrer aktuellen Aufgabe, müssen wir die, glaube ich, pausieren, oder? Das hält auch noch kein... Hier, wir haben jetzt auch Silbermünzen produziert, so. Das kann die Pause machen. Müssen wir nur jemanden finden, der sie einlagert. Es sind halt auch wirklich nur ein Teil der Häuser im Einzugsgebiet von der Taverne. Das ist natürlich nicht so gut. Bringt es was, wenn wir noch ein paar Häuser hier in die Ecke bauen? Ich meine, es passt nur hier. Wobei, Holz brauchen wir sowieso nicht mehr in den rauen Mengen. Und das wird ja auch hier schon... Ja, wir haben da so viel über.
So, du findest hier nichts mehr. So, du darfst jetzt auch alle Bäume fällen. So, der müsste aber gleich noch hier hinpassen, oder? Sobald der Baum da weg ist. So, Nadelholz. Sie nehmen es einfach nicht, ne? Wir haben einfach keine Träger. Warte. Hier steht, Träger, die hier wohnen, pflanzen sich fort. Heißt das, wenn hier was anderes wohnt, weil, braucht überhaupt was anderes außer, also eigentlich brauchen doch auch nur Trägerwohnhäuser, oder? Weil der Rest wohnt ja in seiner Werkstätte. So war es zumindest früher und es macht ja auch Sinn in dem Fall. Also ganz ehrlich, das Ding ist so riesig, hier kann man, da ist doch locker auch ein Haus drin. Kann ich hier ins Fenster reinschauen? Ist auf jeden Fall eine Truhe. Aber hier könnte man locker eine Wohnung einrichten. So. Der kriegt schon einen Eisenbarren. Du bitte nicht, weil ich habe dich auf Kupfer eingestellt. Jetzt sind wir wieder hier bei dem. Ja, der formt sich jetzt natürlich perfekt. So, ja, ich hab so meine Zweifel, dass eine Eisenschmelze so funktioniert, aber okay. Aber ich glaube, wir haben ja echt Siedlermangel des Todes. Kriegen wir das irgendwie ein bisschen eingegrenzt. Na ganz ehrlich, ich glaube, wir brauchen jetzt nicht mehr groß Steinbrüche, oder? Also die liegen eh voll. Wenn ich jetzt was in die Lager einstelle, dann habe ich erst recht wieder Träger gebunden. Nein, was macht ihr da? Ich wollte keine Holzfäller bauen. Ich wollte Wohnhäuser haben. Okay, aus irgendeinem Grund darf er das nicht. Wo waren wir vorhin? Hier. 169 Träger haben wir. Das Zeug kommt halt einfach nicht an sein Ziel. Aber wir haben zumindest mal den Schild fertig. Hier wartet auf Material. Eins geht hier rein. Ja, dann müssten wir es eigentlich schon fast haben. Und dafür, dass die Startvorgaben hier nicht so üppig sind, beziehungsweise die Rohstoffvorgaben, waren wir dieses Mal sogar ein bisschen schneller als bei der ersten Runde. Jetzt müssen wir es nur noch hinkriegen, dass er die Silbermünzen ein... Oh, okay, sie sind...
Ne, sind Kupfermünzen. Aber wenn er die langsam anfängt zu lagern, dann sollte er jetzt auch bald anfangen, die Silbermünzen zu lagern. Sprich dafür, dass wir aus dem Siedlermangel rauskommen. Die Aufträge hat er. Die sind beide noch unterwegs. Ach du Scheiße. Ja, okay. Das dauert noch ein bisschen. So, da nimmt er sie. Da nimmt er die Silbermünzen. Das ist natürlich auch total praktisch, dass die Kiste offen ist. So, haben wir hier ein What You See is What You Get Lager? Okay, wir haben auf jeden Fall hier Kollisionsprobleme. Also irgendwie, der Boden ist noch nicht so richtig Boden. Aber ich glaube, hier soll man sehen können, was hier drin ist. So, jetzt fehlt nur noch der Soldat. Plus 1 ist das schon... Ich glaube, es ist sogar schon jemand auf dem Weg, oder? Weil Eisenschwert, Kettenrüstung und der Schild ist ja schon da. Da ist das Schwert. Der holt die Rüstung ab. Okay, langsam kriegen wir, glaube ich, trägertechnisch ein bisschen... Also, das ist ein bisschen unter Kontrolle, aber da müssen wir nächstes Mal auf jeden Fall mehr einplanen. Komm, lauf. Ich überlege gerade, ob es was bringt, wenn ich noch Wege baue, die kürzer wären, ob er dann noch sein Pathfinding noch updatet, ist die Frage. Thank you.
So, und jetzt brauchen wir nur noch einen, der... Oh, sie macht das. Warte, werden wir jetzt Zeuge einer Geschlechtsumwandlung oder sind auch weibliche Soldaten drin? Okay, man sieht's nicht. Aber das war die zweite Map. Das hier kennen wir ja schon. Wir sehen uns dann bei der dritten Map wieder. Bis dahin.